Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück hier auf unserer kleinen Farm. So, wir werden jetzt als allererstes Mais häckseln. Ups, so, da. Hey. So, da werden wir jetzt als erstes den Helfer mal. Ich sehe gerade nicht so. Den Helfer. Zack. BGA. BGA1 leer, 9, 14 Siglage. Erstes Silo. Den Drescher suchen. Einstellung Start bei 0%, abfahren bei 100 und Abfahrer einstellen. So, dann geht's, wo ist er, hier weiter. So, nicht wundern, warum wir jetzt noch einen Maishäcksler haben und noch einen Magnumtrecker mit noch einem Anhänger. Das liegt daran, dass ich ja die Silos leer gefahren habe. Und so, Schneidwerk. Über das Schneidwerk zusammenklappen. X. Und da war noch so viel drin, dass ich halt noch den Maishäcksler holen konnte. So dass wir jetzt die BG auch betreiben können. Also Helfer. Bis jetzt. So, der fährt kurz auf die Position. Zack, dann wollen wir doch hier Feld 16 abtanken. Das dann Mähdrescher auswählen. Jawohl, jawohl. Fahrer einstellen. So, dann wird jetzt das Feld geerntet. Wir werden jetzt Mais häckseln. Jetzt werden wir erstmal hier noch die Geschwindigkeit auf dem Feld erhöhen. Den Wendekreis minimieren auf 0,6. Dann sollte das auch jetzt funktionieren. Schauen wir gleich mal. Ja, genau. Straßenschild brauchen wir nicht. Weg damit. Da fehlt mir noch ein wenig dichter vertikaler Abstand. Seitlicher Abstand, den wollen wir ein bisschen erhöhen. Wir den mal auf 8. Und jetzt wollen wir noch die Geschwindigkeit erhöhen. Zack. 60%. Ja, das ist okay. So, jetzt häckseln wir Mais für BGA. Da kriegen wir dann ordentlich Schotter wieder zusammen. Apropos Schotter, wir werden auch gleich zum Gewinnspiel kommen, was ich ja die ganze Zeit eben angekündigt habe. Aber zuerst möchte ich noch zwei, drei andere Sachen ansprechen. Zum einen möchte ich mich bei euch entschuldigen, dass in der letzten Zeit recht wenig Videos gekommen sind, sehr kurze Videos und auch zum Teil recht schlechte Videos. Aber das wird sich jetzt wieder ändern. Das zweite ist, ich habe jetzt öfters mal in den Kommentaren gelesen, dass ich doch jeden zweiten Tag ein Let's Play machen sollte. Das werde ich jetzt auch tun.
Das wird so ablaufen, dass in den Ungarn-Kalenderwochen werden 3 Videos kommen. Dienstags, Donnerstags, Samstags. In den Gran-Kalenderwochen Montags, Mittwochs, Freitags, Sonntags. So haben wir 7 Videos auf 2 Wochen. Das ist machbar für mich. Und ja, das dazu. Jetzt sind wir in dieser Woche in einer Ungarn-Kalenderwoche. Das heißt, es wird Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Nein, Dienstag, Donnerstag und Samstag ein Video kommen. Und nächste Woche kommt dann. Funktioniert doch noch, okay. Nächste Woche kommt dann montags, mittwochs, freitags, sonntags. So, das auch dazu. Ja, was wollte ich denn noch zum Gewinnspiel? Komme ich gleich. Das war das. Genau, Videolänge wird zwischen 10 und 20 Minuten schätzungsweise sein. Weil wir müssen uns jetzt nicht wirklich eine halbe Stunde angucken, wie jetzt dieses Feld abgeerntet wird. Was wir aber machen können, ist einmal rüberspringen. Dann seht ihr gleich, wie er abfährt. Das ist nämlich alles schön automatisch mit Curseplay. Curseplay ist echt eine geniale Sache. Kann ich nur weiterempfehlen, weil umso größer euer Hof wird und ihr nicht gerade im Multiplayer spielt, umso schwieriger wird sonst die ganze Ernte. Ja, wie man sieht, da drüben der Trecker fährt. Um den Mähdrescher wieder abzutanken, sonst müssten wir das ja machen. Könnten dann nicht gleichzeitig häckseln. Deswegen ist das gar keine so eine schlechte Sache. Wie gesagt, Curseplay könnt ihr einfach mal nachgoogeln oder halt bei modhoster.de runterladen. Ja, und jetzt zum Gewinnspiel. Ich werde 2 Stück machen. Das eine werde ich aber erst nächste Woche was zu sagen. Wir fangen jetzt erstmal mit dem an. So, ihr habt die Möglichkeit, 20 Euro direkt auf euer Bankkonto zu gewinnen. Warum so und warum nicht anders? Also warum nicht zum Beispiel eine 20 Euro PSN-Karte oder 20 Euro für Xbox oder sonst irgendwie? Ja, ich habe mir überlegt, dass ich halt entweder für PSN oder Xbox halt Karten verlose. Bloß da sind mir ein paar Gedanken gekommen, was ist, wenn man mal an einen Gewinner kommt, der recht betrügerische Gedanken hat. Eventuell, ich schicke ihm den Code. Er löst den einen und antwortet mir, hat nicht funktioniert und will noch einen zweiten. Das war so nicht gerade so mein Ding. Ja, dann auch so der Gedanke, ja, da muss er erstmal hin und her schreiben, was will er haben, PSN-Karte. Vielleicht will er gar keine PlayStation-Karte haben. Vielleicht auch nichts für PC halt, für Steam, auch nicht für Xbox, sondern er hätte vielleicht lieber aus der Gaming-Pyramide für 20 Euro ein Game. Dann hätte ich ja wieder losdüsen müssen, eventuell das Game holen oder sonstiges. Habe ich mir gedacht, nee, der Gewinner bekommt halt 20 Euro direkt aufs Konto überwiesen von mir. Ja, natürlich müsst ihr auch eine kleine Aufgabe, habt ihr. Entschuldigen. und zwar, ihr sollt mir unter diesem Video hier schreiben, Bauernweisheiten oder Bauernregeln. Bis nächste Woche Montag habt ihr halt Zeit dazu. Alle, die so eine Regel oder Weisheit drunter schreiben, werden in einen Topf geworfen und dann werde ich dementsprechend einen ziehen und den werde ich dann kontaktieren und der darf mir dann seine Bankdaten geben und ich werde das Geld dann unverzüglich überweisen. So, das ist natürlich jetzt so ein kleines 100 Abo Special,
wo ich mich natürlich ganz herzlich nochmal bei allen bedanken möchte. Also bei dir, bei dir, bei dir, bei dir da hinten und auch bei dir vorne, der gerade am Popeln ist. Lass das mal bitte, das ist echt eklig. Kommt natürlich ein bisschen spät, das 100-Abo-Special. Bin jetzt momentan bei 160 Abonnenten. Und da habe ich mir gedacht, komm, machst jetzt nicht nur einmal so eine kleine Verlosung, sondern machst eine monatliche. Dazu werde ich dann aber nächste Woche, nachdem jetzt das Gewinnspiel rum ist, euch erklären, wie das Ganze funktioniert. Ne? Also nächste Woche unbedingt reinschauen. Da gibt es dann monatlich 20 Euro zu gewinnen, also ohne, dass ich jetzt irgendwie ein Special habe. Und sollte ich dann mal wieder ein Special haben, 1000 Abonnenten oder sonst irgendwie was, wird natürlich separat wieder ein Gewinnspiel kommen. Ja, das nächste Special würde dann kommen bei 500 Abonnenten und dann das nächste bei 1000. Ja, warum jetzt zum Beispiel nur 20 Euro? Weil wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwelche Games zu verlosen, wieso man sich denn auch steigern? Das geht ja gar nicht so richtig. Deswegen fangen wir einfach mal klein an. Ich bin ja noch ein kleiner YouTuber. Ne? Und dann kann man sich immer noch steigern. Gut, das Video seht ihr jetzt hier am Dienstag. Dann das nächste Video am Donnerstag. Dann das nächste Video Samstag. Montag dann halt nächste Woche die, ja, die Ziehung des Gewinners. So, das, das, das. Ja, genau. Und dann wird nächste Woche... Will ich das dann schon Montag machen? Nein, ich werde euch dann Mittwoch erklären, wie das Monatsgewinnspiel funktioniert. Und ja, damit jetzt jeden zweiten Tag, mein Gott, ey. Sprachstörung hoch 3. Jeden zweiten Tag ein Video kommen. Wurde so gewünscht, dann werde ich diesem Wunsch auch nachkommen. So, das soll es dann auch gewesen sein dazu. Wir sehen uns dann am Donnerstag. Ich komme schon selber jetzt durcheinander. Ja, dann sage ich wie immer tschö mit Ö und bis die Tage.